Hi, Friends, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video. Ich habe in den letzten Wochen einige Pakete bekommen von vielen verschiedenen Marken mit vielen verschiedenen neuen Produkten aus der Drogerie. Genau für euch kleine Drogerie-Mäuse und Mäuserichs. Sagt man das so? Keine Ahnung, aber richtig, richtig coole Sachen. Wir haben unter anderem die January Garnet Palette von BH. Guess what? Color Match mit dem Hintergrund ist da, mein Gesicht auch, wir sind rot, wir sind gut drauf. Ich habe was von Physicians Formula, ich habe Rival de Loop, ich habe Kiss, also richtig, richtig schöne Sachen und ich bin gespannt, was die Produkte können. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich hatte gestern einen Call mit meiner YouTube-Betreuung und wir haben darüber gesprochen, dass, Achtung, 36,8% von euch, die meine Videos schauen, noch nicht Abonnenten sind. Ich weiß, manchmal vergisst man es, sich einzuloggen, aber das große Ziel dieses Jahr sind die 100.000 Abonnenten und ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr mich gemeinsam auf dem Weg dahin begleitet. Das bedeutet mir ganz viel. Und für euch ist es nur ein Klick, für mich bedeutet es aber die Welt. Und jetzt, Freunde, geht's los. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Maxim ist im TikTok-Rausch. Ich drehe am Tag gefühlt 200 TikToks, lade davon nur 2 hoch. Aber es macht mir Spaß. Also falls du auf TikTok bist, komm da einmal gerne rüber. Ist ein bisschen cringe, aber I love it. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ihr seht, ich habe nur so ein bisschen Pflege im Gesicht. Wir tragen als erstes auch noch mal ein bisschen mehr Pflege auf, damit die richtig schön einziehen kann. Und die kennt ihr schon, die habt ihr im Video am Montag gesehen. Das ist die Rival Loves Me Cozy Cold Cream Primer. Dingsbums. Super, super gutes Produkt. Ich habe das, also die Videos sind vorproduziert. Das ist jetzt heute Montag. Ich habe das Video dazu am Donnerstag gedreht. Und ich liebe diese Creme. Ich habe sie komplett das ganze Wochenende nur getragen. Sie zieht so schnell ein und hinterlässt so ein schönes Finish auf der Haut. Und die lasse ich gerne einziehen. Ich lasse sie auch gerne 10 bis 15 Minuten länger einziehen. Denn ich finde, so sieht das Ganze ganz frisch aus. Oder? Ich weiß es nicht. Was sagt ihr dazu? Vielleicht habt ihr sie auch schon getestet. Dann könnt ihr mir das gerne einmal in die Kommentare schreiben. Und auch in diesem Video gibt es wieder ein kleines Gewinnspiel. Zählt einfach diese Emojis hier. Das zählt noch nicht mit. Und bleibt bis zum Ende dran, damit ihr auch ja keins verpasst. Und am Ende wähle ich dann jemanden von euch aus, der ein kleines Überraschungspaket gewinnt. Gut. Okay. Warum bin ich so gut drauf? Ich habe gerade Cardi B Money gehört und dazu einen TikTok gedreht. Und ich fühle es gerade so ein bisschen. Deswegen, ich sehe schon wieder die Kommentare. Du siehst aus wie George Michael. I stand. Okay. Meine Brust wird langsam rot, weil ich mich so aufrege. Deswegen machen wir mal das Ding hier zu, ne? Sonst werden wir gleich demonetarisiert. Ich habe hier einmal die Garnet Palette von BH Cosmetics bekommen. Die ist richtig, richtig süß. Das ist wie letztes Jahr. Da kam, glaube ich, auch jeden Monat ein Produkt raus zum bestimmten Sternzeichen. Diesmal zum Monat. Und ich weiß nicht, was Garnet bedeutet. Soll ich es nachschauen? Sekunde. Granat. Granate? Also, Granate. Okay. Also, ich denke mal, das ist die Granate-Palette. Ich weiß, wir sagen nicht mehr, dass man die gut benutzen kann, wenn man verreist. Für mich ist es aber immer ganz süß, dass wenn ich... Manchmal habe ich nicht so einen Bock, hier auf meinem Schminktisch so Riesenpaletten zu haben. Ich schminke ja dann doch aber immer die gleiche, eine ähnliche Look-Richtung. Und wir haben hier 6 Farben drin, plus eine. Und ich glaube, ist das ein Blush? Oh, wow, okay. Also, das als Blush ist... Sekunde. Boys and Girls, ihr wisst, was kommt. Natasha Bloom Blush. Oh nein, der ist ja kaputt gegangen, stimmt. Ja, okay, also farblich nicht ganz dasselbe. Ja, okay, hätte klappen können. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr pigmentiertes Schätzelein. Ich mach mal kurz meine Base drauf und mach mir die Augenbrauen so ein bisschen. Wir fangen nämlich heute mit den Augen an, weil ich die Palette ja nicht kenne. Die ist übrigens auch vegan und cruelty-free und extra clean formuliert. Finde ich gut. Das heißt, da sind dann Stoffe nicht drin, die dann der Umwelt auch schaden sollen. Finde ich ganz süß. Ich bin gespannt, wie die anderen Paletten sind. Ich werde zu jeder irgendwie ein Video machen oder ein Instagram oder irgendwas. Ihr kennt mich, Freunde. Ich mache die Augenbraue jetzt nur einmal so ein bisschen grob, dass das Ganze schon mal die richtige Richtung hat. Und dann benutze ich wieder meinen liebsten Lidschattenprimer. Das ist der von Be Perfect, der Perfect Prime. Und den trage ich mir einmal hier auf. Der hat eine schöne Deckkraft. Man kann damit schön die Augenbraue schon ausschneiden. Habt ihr eigentlich Interesse daran, dass ich diese neue Foundation, diese Hydro Foundation von Urban Decay teste? Weil dann würde ich mir die mal besorgen in den nächsten Tagen und dann schauen wir mal, was sie kann. Weil die finde ich persönlich echt spannend, obwohl ich ja eigentlich eher so Full Coverage bin. Irgendwie lächelt die mich schon. Schaut mal, wie schön die Deckkraft hier ist. Richtig, richtig gut pigmentiert. Und der Lidschatten da drauf hält einfach bombastisch
Ich habe euch ein klitzekleines Stückchen näher geholt, dass ihr euch das Spektakel in meinem Gesicht anschauen könnt. Ich bin jetzt nur so rot, weil ich mich gerade abgeschminkt habe. Und mein Gesicht braucht dann immer so ungefähr 2 Tage, bis es sich dann wieder beruhigt. Könnt ihr euch ausrechnen, wie oft ich rot bin, wenn ich mich abschminke und je nachdem, wie viele Videos ich drehe. Aber ich liebe diesen Vibe, ne, mit diesem Ohrring und dem Hintergrund. Und zeige ich die Palette jetzt nochmal von Namen. Wir haben einen helleren Beige-Ton. Wir haben ein Braun, ein Rot, ein ganz dunkles Braun, eher so ein bisschen Kohle. Und hier, das finde ich persönlich super spannend. Das ist Street Smart. Das ist in Schwarz und es hat so silberne Glitzerreflexe mit drin. Ich fange an und gehe in die Farbe Go-Getter. Das ist hier ein intensives Rot. Was super ist, ist, dass die Palette vegan ist. Das ist bei roten Farben ja selten der Fall in der Drogerie, weil da eigentlich immer tierische Produkte drin sind. Uhuhuhu. Definitiv pigmentiert. Ihr habt gesehen, ich bin nur einmal reingegangen. Blende jetzt auch gleich hier so ein bisschen aus. Also, das ist intens. Lasst euch wie immer nicht verunsichern von hier hinten. Ich mache das Ganze ja am Ende eigentlich immer mit einem Tuch sauber, damit ich diese richtig schöne Kante habe. Aber Pigment ist auf jeden Fall da. Ich zeige es euch nochmal hier. Einfach raufgeben. Und es kommt immer noch Produkt hier ab. Kann ich auch gut aufbauen. Ihr seht, es wird immer ein bisschen dunkler, wenn ich dann nochmal reingehe. Und das reicht jetzt erstmal. Ich mache das Ganze gleich sauber. Ich möchte das Ganze einmal verdunkeln. Und da benutze ich als erstes die Farbe Loyal zu. Und nehme hier so einen kleinen Pinsel. Der ist auch von BH aus der Weekend Vibes Reihe, die Nummer 10. Und damit kann ich richtig schön das Pigment aufnehmen, abklopfen und dann direkt hier außen hin pressen und arbeite mir das dann von hinten nach vorne in die Crease rein. Es kann richtig schön dunkel werden heute. Ich habe so ein bisschen so einen E-Boy-Look im Kopf, E-Boy-Girl. Ich bin ja auch der Ohrring. Ich bin gespannt, ob es am Ende so aussieht. Und dann gehe ich hier einfach nach oben und nach hinten. Nehme kein neues Produkt mehr auf und blende jetzt einfach nur dieses Braun hier nach außen. Und dadurch kann ich dann gleich mit dem feuchten Tuch das hier sauber machen. Schaut mal, wie intensiv deckend die Farbe hier ist, ne? Also ich gehe rein, presse natürlich auch ein Pigment rauf, aber das ist schon krass. Also ich finde, BH war ja schon immer sehr, sehr gut. Und deswegen freue ich mich auch so, dass ich so intensiv mit denen immer zusammenarbeiten kann. Übrigens, ihr wisst es schon, ich sag's trotzdem, mit dem Code MAXIM10 könnt ihr immer auf alles 10% bei BH Cosmetics sparen. Und ich habe neulich die Auswertung der letzten Monate bekommen. Freunde, das, was ihr da gemacht habt, das ist unglaublich. Und dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Das ist natürlich ein Affiliate-Code und ihr unterstützt mich damit extrem. Also, ich glaube, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie extrem ihr mich damit unterstützt. Das nimmt mir so viel Druck, dass wenn ich weiß, okay, ein Video war jetzt nicht so gut. Ich meine, das ist mein Job hier. Und ich kriege ja nicht jeden Monat ein festes Gehalt. Also vielen, vielen Dank für euren krassen Support. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich da weiter unterstützt. Und für euch kostet es nicht mehr. Ihr spart im Gegenzug sogar noch was. Ihr macht mir damit eine Riesenfreude. Und BH Cosmetics ist auch so happy mit diesem Code bei mir, weil sie einfach sehen, wie krass ihr als Community seid. Und wer weiß, was das Ganze ja noch in Zukunft bringen wird. Ihr wisst ja, ich bin ja schon auf dem Aufsteller von BH oben. Wir haben gerade auch noch an einem neuen Projekt gearbeitet. Ich glaube, dazu darf ich noch nicht so viel sagen. Aber das solltet ihr bald sehen. Sehr, sehr pigmentiert. Ich fasse es nicht. Ich nehme denselben Pinsel und gehe nochmal in die Farbe Work It und setze mir das hier außen hin. Und das ist jetzt so ein richtiges Schwarz, ja. Gehe damit nochmal hier in die Crease. Aber ich nehme nochmal einen sauberen Pinsel und verblende das hier alles nochmal. Ich liebe diese Looks gerade. So, also dieses extrem intensive. Ich nehme mir einen Pinsel von Elli und BH. Übrigens, wenn ihr ein Pinselset für mit kleinen Pinseln sucht, gönnt euch das von Elli. Das ist die Nummer 3. Es sind super viele Pinsel, mit denen ihr sehr, sehr kleine Details machen könnt. Und mit der 3 hier ziehen wir uns jetzt eine Cut Crease. Ich nehme dazu den Concealer von Kat Von D. Der ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ihn leider nur in der falschen Farbe bekommen. Und damit mache ich mir das Ganze hier vorne so ein klitzekleines bisschen sauber. Ich mache den Pinsel ein bisschen trocken und gehe jetzt in die Farbe Garnet rein. Wir tragen den jetzt einfach mal auf die Augen auf. Auch sehr, sehr schön. Es geht so ein bisschen in die Fuchsia-Pink-Richtung. Oh ja. Ich mache den Pinsel einmal kurz nass. Ich benutze dazu auch recht neu aus der Drogerie das Essence My Power Is Spray. Voll ins Gesicht bekommen. Ja, und das macht das Ganze dann nochmal so ein bisschen metallischer. Vorne gehe ich in die Farbe Protective AF und intensiviere mir hier die Cut Crease und verbinde das dann mit dem Rosa. Außen gehe ich nochmal ein bisschen in die Farbe Street Smart rein und verbinde mir das hier. Ja, von dem Silber sehe ich jetzt Gott sei Dank nicht so viel. Aber ach, das ist ja irre. Schaut mal, das ist wirklich ein Glitzerton, ne? Also ihr merkt auch richtig den Glitzer.
Ich sehe aus wie ein klitzekleines Schweinchen. Meine Hand sieht aus, wie meine Hand jeden Tag aussieht. Und jetzt nehme ich wieder mein Tuch, falte das zweimal und dann. Boom. Sehr, sehr schön, Freunde. Wir machen weiter mit der Base. Primer habe ich schon drauf. Als Foundation habe ich jetzt nichts Neues, wo ich sage, das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen mache ich einmal ganz kurz meine Make-up-Routine weiter und zeige euch dann etwas, was ich richtig, richtig spannend finde. I love it. Also der Augenlook ist so krass. Sieht jetzt noch ein bisschen verrückt aus, weil ich ja noch nichts anderes habe. Das Inner Corner Highlight ist. Wow. Also das ist so stark, dass ich das verblenden muss noch so ein bisschen. I love it. Also das ist ein richtig krasser, intensiver Look. Ich liebe das im Moment total. Was ich aber noch mehr liebe, wahrscheinlich, ist diese Chestchen hier. Das ist von Physicians Formula. Exclusive Shade. Da ist nämlich eine ganz besondere, exklusive Farbe drin. Und Physicians Formula kennt ihr. Ich plane ein neues Video mit neuen Produkten von denen. Sollte nächste, übernächste Woche kommen. Aber hier sind drei Produkte drin. Einmal der Butter Bronzer, einer meiner absoluten liebsten Bronzer. Ein Blush und ein Highlighter. Der ist leider beim Transport kaputt gegangen. Völlig egal. Ja, kein Wunder. Nee, der ist nicht kaputt. Der ist nur viel zu klein fürs Fännchen. Seht ihr das? Wir fangen an mit dem Butter Bronzer. Den kennt ihr schon. Ich nehme dazu einen Pinsel von Leti. Sehr, sehr schöne Farbe. Super weiche Textur. Und der gibt halt so einen Instant-Braun-Effekt. Da war noch ein bisschen Highlighter dran, sehe ich gerade. Ich glaube, es gibt Physicians Formula mittlerweile auch bei Rossmann, online zumindest, auf jeden Fall. Was ich nicht so mag, sind diese kleinen Fännchen. Ich habe lieber den großen Butter Bronzer. Der ist jeden Cent wert seines Geldes. Aber der gibt euch halt so eine richtig schöne, frische und gesunde Farbe. Der ist nicht so matt trocken. Sondern das ist eher so ein, der hat so einen leichten, kein Glow mit drin, aber der hat so eine leichte Feuchtigkeit mit drin und sieht sehr, sehr schön auf der Haut aus. Also schaut euch das an. Hammer. Wir machen weiter mit Blush und das ist der Butter Blush in Beachy Peach. Hat ein bisschen Kickback und der riecht auch toll. Und der hat auch so einen leichten Glow drin, ne? Seht ihr das? Oh. Oder ist es der Highlighter, der abgefärbt hat? Ich weiß es nicht. Also ich mag das ja, ne? Dieses extreme glowy Frische. Meine Haut sieht halt jetzt so ein bisschen wet aus, ne? Ich muss euch ein bisschen heller machen. Ihr seht ja fast gar nichts. So. Schaut, so sieht das besser aus. Also fantastisch. Und ich habe noch nicht mal Highlighter drauf. Ich glaube, wir brauchen keinen Highlighter mehr, oder? Und wenn ich sage, wir brauchen keinen Highlighter mehr. Es gibt aber auch eine neue Mascara. Und das ist die Killer Curves Mascara. In manchen Rossmann-Filialen gibt es sogar Physicians Formula als kompletten Aufsteller. Oh, die sieht aber auch fancy aus, ne? Tolles Bürstchen. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht so viel sehen. Riecht natürlich nicht, Gott sei Dank. Die hat auch nicht so viel Produkt dran. Das finde ich ganz gut. Ich mag es nämlich nicht, wenn so Mascara so 10 Kilo Farbe damit dran hat. Okay. Ja, macht schön schwarz. Sehr natürliche Wimpern macht die. Also die macht jetzt nicht so dicke, klumpige Wimpern, sondern eher so ein bisschen softer. Auf jeden Fall, der Look ist natürlich krass. Ich mache mir einmal die Lashes drauf und die sind von Kiss. Und schaut euch mal dieses Paket an. Das sind Start ist ein Starter-Kit. See back for detailed instructors. Ach, Nee, das ist mir ein bisschen zu aufwendig jetzt. Also man soll. Nee, das muss ich ein anderes Mal machen. Da muss ich die Mascara und da muss ich die von unten ran machen. Wollen wir das mal ausprobieren irgendwann? Ach nee, das ist mir jetzt aber hier. Ich hole mal ein paar andere. Hier schaut mal, die sind doch auch schön. Die sind auch von Kiss. Und das sind die Lash Couture Lashes. Drei verschiedene Ebenen Schwung. Im Stil Black Swan. Kommen einmal so und sehen sehr, sehr schön aus. Die klebe ich mir einmal rauf. Und dann schauen wir uns den Look an. Okay, die Lashes sind einmal drauf. Sie sehen so schön aus. Die sind richtig wispy. Ich habe jetzt doch noch ein bisschen Schwarz auf die Wasserlinie gegeben. Das ist allerdings der Lidschatten aus der Granatenpalette. Für meine Lippen benutze ich eine Kombi. Die ist nicht aus der Drogerie. Das ist ein Lip Liner. Nee, das ist ein Eye Pencil von We Makeup. Und gehe dann mit Fenty Beauty Underdog rüber. Lass es ganz kurz antrocknen und dann mache ich es wieder ein Stückchen heller, weil es ist doch schon sehr dunkel. Und das, Freunde, ist einmal der Look mit der BH Cosmetics Garnet Palette und weiteren Produkten aus der Drogerie. Wie findet ihr es? Ich muss sagen, das ist richtig, richtig krass. Es ist natürlich jetzt viel, also schon viel, aber ich liebe es. Also. Die Augen, es sieht so schön aus. Auch die Base sieht schön aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Was sagt ihr zu diesem Look? Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Feedback für mich in den Kommentaren da lasst. Ich setze euch alle Produkte, die ich verwendet habe, einmal unten in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.